Oben und ich als eröffnende Regierung, wir sagen, eine westliche liberale Demokratie oder eine generelle liberale Demokratie hat sich gewissen Grundwerten verschrieben. Diese Grundwerte sind ganz zentral. Warum das so ist, werde ich nochmal genauer erklären. Und ich sage, wenn es nun Leute gibt, die dafür sorgen, dass sie diese Grundwerte in die Welt hinaustragen und es erreicht wird, dass diese Grundwerte von der gesamten Weltöffentlichkeit erreicht wird, dass diese Grundwerte in der gesamten Welt gelebt werden, dann finden wir das sehr sinnvoll. Und wir sagen, deshalb ist es total wichtig, loyal gegenüber diesen Werten zu sein und vielleicht weniger loyal gegenüber dem Nationalstaat, aus dem man kommt. Ich möchte zunächst auf Jonathans Forderungen hier eingehen, das etwas klarer zu stellen. Er sagte, er wüsste nicht so genau, was sich denn eigentlich konkret ändern wird. Ganz konkret, Jonathan. Edward Snowden, wenn er in die USA zurückkehrt, hätte eine langjährige, mindestens eine langjährige Haftstrafe zu erwarten. Und wir sagen, genau in diesem einen Fall, den wir konkret jetzt absehen können, welche Fälle sich in Zukunft ergeben, werden wir sehen, werden wir sorgsam abwägen. Genau in diesem einen Fall sagen wir, ist es total relevant dafür anzuerkennen, dass dieser Mann einen Diskurs angestoßen hat, der dafür gesorgt hat, dass Grundwerte in der Welt in Zukunft besser gelebt werden können. In diesem einen Fall ändern wir etwas, denn er würde bestraft werden, das wollen wir nicht vertun. Wenn es in Zukunft weitere Situationen gibt, wo wir feststellen müssen, es gibt eine Situation, wo eine Person eine Abwägung trifft zwischen Interessen seines Landes und den Grundwerten der Welt, dann ist das eine Situation, die wir sorgsam uns angucken müssen. Ich komme da später nochmal genauer drauf, dass es hier für uns extrem relevant ist, dass die gesamte Weltöffentlichkeit sich in dieser Abwägung auch beschäftigt und nicht nur das einzelne Individuum. Denn das war ja auch der andere Punkt, den Jonathan angebracht hat. Es könnte möglicherweise ein Schaden für einen Staat entstehen, weil er dann weniger gut Bescheid weiß über andere Länder, weil er vielleicht weniger gut Terrorismus bekämpfen könnte. Das stimmt. Das muss man abwägen. Wie groß der Verlust an zum Beispiel Sicherheit in der Bevölkerung ist, wenn man weniger gut gegen Terroristen vorgehen kann? Und auf der anderen Seite büßt man aber Freiheit ein, wenn man seine Bürger permanent überwacht. Und genau diese Abwägung, die treffen derzeit Staaten im Geheimen und lassen die Weltöffentlichkeit eben nicht daran. Und genau das ist der Punkt, auf den wir hinaus wollen, dass die gesamte Weltöffentlichkeit sich mit dieser Abwägung tatsächlich beschäftigt. Und dafür ist es notwendig, dass diese Informationen erst einmal in die Welt getragen werden können. Wir wissen zwar schon, hast du recht, Jonathan, mitunter relativ viel über unsere Feinde, das passiert schon seit Jahrhunderten, dass man seine Feinde abwacht, aber auch nicht, dass man die Freunde überwacht. Das ist das Neue, dass tatsächlich die ganze Welt überwacht, was du machst, was du machst, was du machst, was du isst, wo du gerne hin willst. Und genau das ist erst möglich geworden festzustellen, dadurch, dass einzelne Leute diese Informationen an die Öffentlichkeit herausgetragen haben. Er sagte dann, naja, die Spione, die können ja jetzt möglicherweise irgendwie leichter davonkommen, wenn sie das der Weltöffentlichkeit verraten. Das stimmt, möglicherweise, aber das hat ja auch einen gewissen Vorteil, eben dadurch, dass diese Werte jetzt überhaupt erst in die Öffentlichkeit kommen. Wir sagen aber trotzdem, wird dieser Spion natürlich immer noch sorgsam abwägen. Wenn er die Sachen überhaupt verrät, kann er ja trotzdem für etwas angeklagt werden. Das haben wir schon gesagt. Wenn diese Informationspreisgabe dazu führt, dass direkt Menschen Schaden zugefügt wird, dann wird dieses Land das feststellen. Und dann wird dieses Land auch genau untersuchen, wie groß tatsächlich der Mensch in der Lage war, abzuschätzen, ob diese Informationspreisgabe zu einem greifbaren Schaden führt. Und wenn es der Fall gewesen ist, dann wird er entsprechend verurteilt. Danke. Ich möchte jetzt weiterführend über zwei Sachen sprechen. Zum einen, warum diese Werte wichtig sind und warum sie auch von den Demokratien gelebt werden sollten. Und ich möchte zweitens dann nochmal genauer auf die Rolle dieses Diskurses eingehen in der Öffentlichkeit. Rom hat schon gut erklärt, warum wir uns als westliche Demokratien, oder generell als liberale Demokratien, gewissen Grundwerten verschrieben sehen. Und warum wir auch es wichtig finden, diese zu achten. Ich möchte da kurz erklären, warum. Weil diese Grundwerte, Freiheit, Sicherheit, die Möglichkeit, ein eigenes Leben zu haben, nicht gläsern zu sein, total relevant dafür sind, dass Menschen in Frieden, in Ruhe leben können, dass sie eben nicht permanent fürchten müssen, von anderen Leuten durchleuchtet zu werden. Wenn sie zum nächsten Vorstellungsgespräch gehen, bereits ahnen zu müssen, dass der Vorgesetzte, der sie da möglicherweise beurteilt, schon alles über sie weiß, während sie dorthin gehen. Das ist total relevant dafür, dass Menschen sich gut ausleben können in ihrem Leben und sich gut ausleben zu können. Das ist eben das Wesentlichste, was wir überhaupt schützen wollen. Das ist einer der wesentlichen Grundwerte der Weltbevölkerung. Und wir sagen, es ist total wichtig, dass westliche, liberale Demokratien diese Grundwerte auch selbst leben. Dass sie nicht nur sagen, wir sind für Freiheit, wir sind für Sicherheit, wir sind für Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte, sondern auch das machen. Und das schaffen sie dadurch, indem sie eben nicht mehr Leute verurteilen, die diese Grundwerte versuchen zu schützen. Wenn sie das täten, sind diese Staaten einem massiven Glaubwürdigkeitsproblem ausgesetzt, sowohl nach innen als auch nach außen. Nach innen führt es dazu, dass wenn ein Staat immer davon spricht, er möchte Persönlichkeitsrechte schützen, er möchte Privatsphäre schützen, es aber einfach nicht tut, dann passiert genau das, was wir jetzt seit letztem Jahr gesehen haben, dass die Leute sich nämlich beschweren, dass die Leute auf die Straße gehen und dass die Leute den Staat auch tatsächlich angreifen und fragen, warum hast du eigentlich die Grundwerte nicht geschützt, die wir von dir einfordern und die du auch von uns einforderst. Das heißt also, dass hier im Inneren tatsächlich ein Staat an Glaubwürdigkeit verliert, wenn er nicht die Grundwerte lebt, die er selbst einfordert. Ist aber auch zweitens nach außen hin total relevant, weil natürlich liberale Demokratien versuchen auch auf andere Demokratien Einfluss zu nehmen und versuchen Demokratisierungsprozesse anzustoßen. Das können sie natürlich aber nur, wenn sie glaubhaft die Werte, die sie von anderen fordern, auch selbst vertreten. Das heißt, auch hier ist es total wichtig, dass sich die Staaten an ihren eigens aufgestellten Normen orientieren und sich hier entsprechend verhalten. Jonathan. Aber ist dafür nicht gerade wichtig, dass das Bild des demokratischen Staates erhalten bleibt? Du sagst, das muss hergestellt werden, vielleicht kann es gar nicht hergestellt werden, sondern muss eben durch gewisse Täuschungen hervorgerufen werden.
Na, das Problem ist doch, dann gleite ich auch gleich über zu meinem zweiten Punkt, dass diese Informationen an manchen Stellen einfach gar nicht anders an die Öffentlichkeit getragen werden können. Das ist nämlich ja gerade der Sinn von einem Geheimnis, dass es eben jemand weiß. Und wenn zum Beispiel ein Mann wie Edward Snowden, der in der Nationalen Sicherheitsagentur in den USA tätig war, der ist wahrscheinlich der Einzige oder jedenfalls einer von wenigen, die überhaupt diese Informationen haben. Und nur wenn diese Menschen, die für den Staat tätig sind und geheime Informationen haben, an die Öffentlichkeit tragen, wird es überhaupt erst möglich, auf diese Missstände hinzuweisen. Wenn Edward Snowden es nicht gemacht hätte, der einer der wenigen ist, die tatsächlich diese Informationen überhaupt haben, wäre es nicht möglich gewesen, diesen Diskurs zu führen. Diesen Diskurs finden wir aber sehr, sehr wichtig und sehr, sehr relevant. Weil diese Information sonst nicht an die Öffentlichkeit geraten würde. Warum ist es wichtig, dass sie an die Öffentlichkeit geraten? Weil wir dadurch ernsthaft erstmals selbst darüber reflektieren können. Weil wir uns selbst Gedanken machen können, wie wichtig ist uns Privatsphäre. Und möglicherweise mögen wir dann auch sagen, wir machen ein paar Abstriche, wenn wir dadurch insgesamt besser dafür sorgen können, dass Terrorismus bekämpft werden muss. Was wir aber sagen, ist, dass sich die Menschen dieser Tatsache bewusst sein müssen. Und dass diese Abwägung, die ich schon eingangs sagte, tatsächlich auch von jedem Einzelnen getroffen werden muss. Dass nicht Staaten im Geheimen für sich entscheiden können. Wir finden Terrorismusbekämpfung wichtig. Wir denken einfach mal, die Bürger werden das auch so sehen. Deswegen machen wir jetzt mal ganz, ganz viel Überwachung. Sondern die Öffentlichkeit soll daran beteiligt werden. Die Öffentlichkeit soll sich selbst dieser Frage stellen. Wie positioniert sie sich in dieser Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheit zum Beispiel? Das ist aber nicht nur für das eigene Land relevant, diesen Diskurs zu führen, sondern auch für die Weltbevölkerung insgesamt. Weil natürlich wir als Weltbevölkerung insgesamt uns diesen Werten verstehen sehen und wollen, dass viele Menschen auf der Welt gut leben können. Das ist ja auch ein Wesenszug von liberalen Demokratien, dass sie versuchen wollen, möglichst vielen Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen. Und das schaffen wir derzeit, weil wir in einer globalisierten Welt leben, wo immer mehr Menschen von A nach B reisen, die Staaten sehr vernetzt miteinander sind. Und ich sage gerade in dieser Situation, wo die Welt immer mehr zusammenwächst, ist es doch wichtig, dass alle Menschen sich in der Verantwortung fühlen, die Grundwerte, die für alle Menschen auf der Welt gleichermaßen relevant und wichtig sind, auch gelebt werden können. Andernfalls hingegen würden wir sagen, stehlen sich bestimmte Staaten aus der Verantwortung. Die würden Grundwerte einfordern, die aber nicht gleichzeitig leben. Und das finden wir aber total wichtig. Das heißt, diese Landesverratssache, das stammt aus einer anderen Zeit, wo es viele nationalstaatliche Interessen gab, inzwischen eben in einer globalisierten Welt, wo eben nicht mehr nur die eigenen Interessen im Fokus stehen, sondern wo wir auch an globalen Problemen arbeiten müssen, zum Beispiel Privatsphäre, die uns alle betrifft. Klimawandel wäre ein anderes Beispiel, wenn auch da irgendwie Staaten Unfug treiben, was in die Öffentlichkeit gebracht werden könnte. Weil wir also sagen, wir fühlen uns diesen Werten verpflichtet und weniger unserem Land, müssen wir diese Werte auch entsprechend leben und müssen wir die Weltbevölkerung wachrütteln. Genau das hat Edward Snowden geschafft und deswegen sollte er nicht verurteilt werden.